Man muss sich dazu natürlich schon ganz genau im Klaren sein, worin dieser Wachstumszwang besteht. Und er besteht nun mal aus ganz verschiedenen Facetten. Eine Facette ist eben zum Beispiel Konkurrenz. Diese Art und Weise, wie Unternehmer untereinander im Wettbewerb und gegeneinander im Wettbewerb stehen, bewirkt automatisch, dass jeder Unternehmer versucht, innovativ zu sein, neue Produkte auf den Markt zu werfen und diese Produkte auch zu verkaufen, zu umwerben. Und das hat im Endeffekt immer zur Folge, dass zum Beispiel Produkte billiger werden und diese Produkte dann vermehrt nachgefragt werden und damit Märkte wachsen, Umsatzzahlen wachsen, Gewinne wachsen. Und da sieht man also sehr schnell, dass das Konkurrenzprinzip eines derjenigen Prinzipien ist, die zu einem Wachstumszwang führen. Man sieht das auch sehr schön zum Beispiel an dem Standortwettbewerb, wo Wachstumsmechanismen freigesetzt werden, weil ganze Nationen gegeneinander konkurrieren und die Staaten eben durch eine Wirtschaftspolitik versuchen, durch eine Unternehmensförderungspolitik versuchen, Unternehmer in neue Märkte hineinzubringen und andere Unternehmer von anderen Staaten eben in eine schlechtere Position zu bringen. Und wenn man das überwinden will, allein diesen Zweig des Wachstumszwangs, dann hat man automatisch die Notwendigkeit oder erkennt die Notwendigkeit, dass wir sowas brauchen wie eine eher kooperative Marktgesellschaft, wenn man überhaupt von Märkten dann noch sprechen kann, wo es dann darum geht, eben sowas wie einen kooperativen Wettbewerb zu haben, wie zum Beispiel bei dem Wikipedia-Projekt. Da hat man natürlich auch einen Wettbewerb. Also es geht jetzt nicht darum, den Wettbewerb an und für sich zu verteufeln, sondern dieses Prinzip, dass ein Wettbewerb immer gegeneinander gerichtet sein muss, sondern man kann eben auch einen Wettbewerb so organisieren oder auch bei Linux und bei vielen anderen Sachen, auch bei in einem Team, in einem Unternehmen, da kooperieren die Leute und trotzdem sind sie in gewissen Konkurrenzsituationen. Das kann ein Unternehmer, ein Chef kann es ausnutzen, aber er muss es nicht ausnutzen, sondern er kann einfach sagen, okay, hier haben wir ein Team und dieses Team, das kooperiert untereinander in einem leidenschaftlichen Wettbewerb. Und jetzt geht es darum, im Prinzip eine ganze Unternehmensverfassung in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich ganz schön schwierig. Da hat man also einerseits natürlich die Möglichkeit, diesen altehrwürdigen Gedanken der Genossenschaftsbewegung wieder auszugraben, der ja zum Beispiel im Bereich der Energiegenossenschaften regelrecht neues Leben gewinnt zurzeit und auch in verschiedenen anderen Bereichen, wo Menschen eben sehen, dass wenn sie sich zusammenschließen, gemeinsam ein Problem lösen können und unter diesem Mantel oder unter diesem Vorbogen der Genossenschaften eben eine ganz andere Unternehmenskultur versuchen groß zu machen. Also das ist so ein Aspekt, wie man den Wachstumszwang überwinden können muss. Der nächste Punkt ist natürlich unser Geld. Da haben wir auf der einen Seite eben diese Unternehmensverfassung, die es Kapitalgesellschaften ja regelrecht aufzwingt, dass sie eben ihre Gewinne maximieren. Und das führt auch automatisch dazu, dass sie versuchen, Umsätze und Gewinne zu steigern. Und auf der anderen Seite haben wir eben so etwas wie ein System, bei dem Unternehmen Kredite aufnehmen. Dieser Kredit, der muss bedient werden und ein Kredit lässt sich umso einfacher bedienen und vor allem die Zinsen für diesen Kredit, wenn eben ein Unternehmen ordentlich expandiert. Und somit hat man hier in diesem Geldsystem automatisch natürlich auch einen riesen Wachstumsdruck. Das ist gar nicht unbedingt ein Wachstumszwang, aber es funktioniert halt viel einfacher, über Wachstum Kredite zurückzubezahlen. Genau dasselbe ist natürlich auch unsere Denkweise, dass also wenn wir Geld auf die Bank legen, unbedingt Zinsen dafür haben wollen. Das ist im Prinzip eine Form der Geldgier. Von einem Freund würden wir niemals Zinsen haben wollen, wenn wir ihm Geld leihen, aber wenn wir das Ganze anonymisiert in irgendeiner arbeitsteiligen Gesellschaft machen, dann ist plötzlich der Zins was vollkommen Normales. Und das ist natürlich auch eine Sache, die zu Wachstum zwingt oder drängt, und auch hier geht es darum, dieses System zu überdenken, wobei es gar nicht so sehr um das Überdenken des Geldsystems an und für sich geht, sondern um unser Verhalten diesbezüglich. Brauchen wir wirklich, wenn wir Geld auf die Bank legen, maximale
Zinsen, maximale Rendite, oder kann es nicht ein einfacher Bausparer auch sein oder ja, einfach nur ein Sparbüchle. Ja, wir haben da erst in den letzten 20 Jahren einen riesen Umschwung erlebt, bei dem eben der einzelne Bürger in der Gesellschaft zum Kleinkapitalisten umerzogen wurde. Also weg vom kleinen Sparer zum kleinen Kapitalisten, der eben auch auf keinen Cent verzichten möchte und sich da auch von den Bankberatern, den Anlageberatern alles Mögliche einreden lässt und sich auch noch darüber freut, wenn er eben ein nettes Schnäppchen schlägt. Dann haben wir natürlich so Prinzipien in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel, dass wir sagen, Umverteilung lässt sich einfacher bewerkstelligen, wenn der Kuchen wächst. Das ist so ein Prinzip, das zur Folge hat, dass wir also wirklich Wachstum zu einem in einem Verfassungsrang heben, weil ohne Wachstum könnte man ja schlicht ärmere Bevölkerungsschichten nicht mehr am Wohlstand beteiligen. Dabei ist das Ganze natürlich nur eine Machtfrage. Wenn eben permanent Parteien an der Regierung sind, die eher eine unternehmensfreundliche und eher eine Besserverdienerpolitik machen, dann gibt es eben immer noch keine Mindestlöhne, dann gibt es halt keine vernünftige Umverteilung der Substanz, sondern dann hofft man halt, dass das Wachstum irgendwie dazu, also das Zubrot halbwegs gerecht verteilt wird, was ja auch überhaupt nicht passiert ist in den vergangenen 20 Jahren. Ja, und wenn man sich das so alles nebeneinander vorstellt, dann sieht man, da muss man ganz schön viel ändern, wenn man einmal erkannt hat, dass eben das Wachstum an und für sich doch ein Riesenproblem ist und es halt doch nicht genügen wird, wenn man einfach nur ein bisschen grünes Wachstum macht. Wie man da rauskommt, das ist im Prinzip nicht beantwortet, weil es ja einfach auch keine schlüssige und einfache Modellwelt gibt, in die man sich jetzt entwickeln kann. Unter der Überschrift solidarische Ökonomie versucht man ja die verschiedenen Aspekte untereinander aufzudröseln, wo man sagt, ja okay, wir brauchen halt so etwas wie Unternehmer, die eben nicht mehr gegeneinander konkurrieren, sondern bei denen auch zum Beispiel die Zulieferer nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das beobachtet man auch heutzutage sehr häufig, dass Unternehmer, wenn sie einmal Vertrauen zu einem Zulieferer gefunden haben, dann nicht mehr groß ausschreiben, sondern dass sie eben sagen, okay, wir arbeiten zusammen. Also da werden sehr, sehr schnell in dem Maße, wie Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden, Konkurrenzbeziehungen abgebaut, und das sollte man eben nicht als etwas Böses erachten, sondern als etwas durchaus Positives, weil es den Konkurrenzdruck, den ganzen Stress, diesen Wachstumszwang rausnimmt.